Trotto, lustig, frech und froh. Kleiner Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotro versteckt sich. Na, hoffentlich ist Lilli bald hier. Hallo, Trotro. Komm schnell, Lilli, ich weiß schon, was wir spielen. Wir beide spielen Verstecken. Du zählst zuerst, und zwar bis 10. Und nicht schummeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hier bin 7, ich aber gut versteckt. 8, 9, 10. Jetzt suche ich dich. Ich sehe deine Ohren. Du bist hinter dem Sessel. Oh. Gut, wir spielen noch mal. Du zählst. Ja, fang an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, hier findet sie mich ganz bestimmt nicht. 9, 10. Achtung, jetzt komme ich. Ich sehe deine Füße, Trotro. Du steckst hinter dem Vorhang. Nein. Los, gleich noch einmal, Lilli. 1, 2, 3. Da drin findet sie mich nie im Leben. Vielleicht ist er im Bad. Trotro, ich hab dich schon wieder. Ich sehe deine Ohren. Also Lilli ist einfach unschlagbar. Bitte, Lilli, gib mir noch eine Chance. Na gut. 1, 2. Nein, das ist viel zu einfach. 4, 5. Ja, im Schrank. Wo hat sich denn Trotro jetzt versteckt? Ich habe keine Ahnung, wo ist Trotro denn? Schade. Naja, dann verliere ich eben. Juhu, ich habe gewonnen! Ich sehe dich nicht, Trotro, aber ich kann dich hören. Du steckst hinter mir im Schrank. Schön, dann spielen wir eben Fang. Na los, hey. Du bist dran. Na warte, ich fang dich. Trotros neuer Schulranzen. Mein Ranzen ist klasse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lilli, Nana. Seht mal, ich habe einen neuen Ranzen, wie die großen. Oh ja, der ist aber sehr schön. Willst du mitspielen? Wir machen einen Springwettbewerb. Lilli hat 8 geschafft. Und ich 6. Du hast verloren. Aber nein, das war doch nur mein Ranzen. Kommt, wir spielen im Sandkasten. Das ist ein großer Berg. Und da drauf steht die Burg. Schön. Oh, toll. Trotro, hol mal den Stern, damit schmücken wir den Turm. Ach, Trotro. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Warum passt du denn nicht auf mit deinem Ranzen? Ist ja nicht so schlimm. Gehen wir auf die Rutsche. Oh. Juhu.
Säge. Das kommt, weil er auch ein Häuschen auf dem Rücken trägt. Ein Ranzen wie die Großen. Und jetzt liegst du da wie eine Schildkröte. Helft mir mal, ich komm nicht hoch. Das war wieder der Ranzen. Aber Trotro, nimm ihn doch beim Spielen ab. Nein, ich will meinen Ranzen nicht abnehmen. Nana, darf ich mich neben dich setzen? Oh nein, Trotro, hier ist nicht genug Platz für dich und deinen Ranzen wie von den Großen. Spielen wir Küsschen, Kater. Klapp, du musst uns fangen. Lauf schnell, Nana. Sonst fängt dich Trotro und gibt dir ein Küsschen. Huhu, hier sind wir, Trotro. Du fängst uns nicht. Mein neuer Ranzen ist zwar toll, aber er stört beim Spielen. Achtung! Hier kommt der schnelle Küsschenkater! Trotro, das kleine Monster. Buh, buh, ich bin ein kleines Monster. Buh! Vor dir steht das stärkste Monster der Welt. Ich habe eine Idee. Und fertig! Ist das eine tolle Sandburg? Du hast mich erschreckt, Trotro! Haha! Ich bin das kleine Monster! Und du hast meine Burg kaputt gemacht! Du bist gemein! Natürlich! Ich bin ja auch ein ganz böses kleines Monster! Ich bin das böseste kleine Monster der Welt. Ich kenne ein böses kleines Monster, das keinen Kuchen bekommt, weil seine Mama keine Eier mehr hat. Aber kleine Monster essen nun mal keinen Kuchen. Boom! Was war das? Ich bin es, das kleine Monster. Oh, na warte, wenn ich dich erst fange, kleines Monster. Ein kleines Monster zu sein macht Spaß. Alle haben Angst vor mir. Na und wem macht das kleine Monster jetzt Angst? Trotro, wovor hast du solche Angst? Da, im Garten habe ich eine ganz dicke Spinne gesehen. Mein kleiner Trotro, hab keine Angst. Kleine Krabbeltiere fressen doch keine kleinen Monster. Ach, weißt du, ich will gar kein kleines Monster mehr sein. Dann kann ich wenigstens leckeren Kuchen essen. Trotro, du bist mir vielleicht einer. So was. Trotro liest vor.
Und nun, meine verehrten Damen und Herren, sehen Sie den unglaublichen Teddy! Er wird Ihnen eine Riesenvorführung auf dem Trampolin zeigen! Doing, doing, doing! Bravo, 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 Teddy! Jetzt wird aber geschlafen, Trotro. Noch nicht, Mama. Erst lese ich Teddy noch eine Geschichte vor. Ja, ist gut, Trotro. Teddy will nämlich nicht einschlafen, wenn man ihm keine Geschichte vorliest. Du kannst lesen, Trotro? Natürlich kann ich das. Hä? Stimmt's, Teddy, ich kann gut lesen. Zum Vorlesen, da muss man eine ganz tiefe Stimme machen. In der Steppe, ganz tief, im fernen Afrika. Ich kann die Wörter zwar nicht richtig lesen, aber die Geschichten kann ich schon auswendig. Ich weiß genau, was alles drin vorkommt. In der Steppe, ganz tief im fernen Afrika, traf ein Zebra eine Giraffe. So, bitte. Die Geschichte ist zu Ende. Schläfst du noch nicht, Teddy? Dann hat dir die Geschichte sicher gefallen. Ich hab dir doch gesagt, dass du jetzt schlafen sollst, Trotro. Soll ich dir jetzt eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Aber bitte nicht die da. Die haben wir schon gelesen. Es war einmal vor langer Zeit, als es noch Feen und Zauberer gab. Wenn Teddy eingeschlafen ist, heißt das, ihm gefällt die Geschichte nicht. Du liest sie eben nicht so gut wie ich vor, Mama. Ja, das stimmt. Du kannst sehr gut vorlesen, mein Kleiner. Gute Nacht, Trotro. Gute Nacht, Teddy. Trotro, kauft ein. Ich bin schon groß. Ich kann allein einkaufen. Ich kaufe sehr gerne ein. Selber aussuchen finde ich große Klasse. Ich weiß schon, was Mama alles braucht. Also das hier braucht sie. Hier. Hopp! Rein in den Wagen. Und das da. Hopp! Für Trotro. Eine blaue Tüte, eine rote Tüte und das nehme ich für Mama mit. Und das hier ist für Papa. Komme ich leider nicht dran. Dann brauche ich meinen Papa. Papa! Wo bist du? Papa! Papa! Hm? Ich bin hier, Trotro.
Trotro! Oh. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Du solltest doch in meiner Nähe bleiben, Trotro. Jetzt läufst du aber nicht mehr weg. Mit Papa einkaufen macht mir auch großen Spaß. Na, sage mal, mein Junge. Nichts als Kekse, Schokolade und Bonbons. Für wen soll denn das sein? Ich finde, du übertreibst ein bisschen. Das ist alles, was dein Trotro braucht. Trotro macht Musik. Aha, heute will ich mal tolle Musik machen. Hört gut zu, Freunde. Heute spiele ich Ziehharmonika. La, li, lu. Haha, das geht leicht. Ich drücke sie, ich ziehe sie auseinander. Ich drücke sie, ich ziehe sie. Weng, weng. Hahaha, das ist sehr lustige Musik. Dweng, 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 dweng. Nicht weglaufen. Das Konzert ist noch nicht zu Ende. Tadre! Eine Trompete ist was Tolles. Man muss da reinblasen und zwar ganz fest. Und noch viel fester. Na, gefällt euch das, Freunde? Danke, danke, danke. Musik machen ist anstrengend. Aber ich möchte trotzdem noch was spielen. Fällt euch irgendwas ein? Aber ja, eine super Idee. Danke, Teddy. Haha, jetzt werde ich aber mal so richtig dollen Lärm machen, Leute. Haha, oh, sieh an. Was steht denn da für ein schöner Kochtopf? Das ist eine klasse Trommel. Bum, bada, bum, bum. Ha. Bum bada bum, 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 bum bada bum. Aber Trotro. Kann ich gut trommeln, Mama? Naja. Ja, du hast recht. Irgendetwas fehlt mir noch. Ich brauche Kochlöffel. Die sind wie Trommelstöcke. Bum bada bum. Bum bada bum, 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 bum bada bum. Bravo, Trotro, du trommelst wirklich toll. Ja, Trotro macht ganz tolle Musik. Trotro und der Regen. Mama, darf ich draußen spielen? Das ist keine gute Idee, Trotro. Es gießt in Strömen, da wirst du klatschnass. Oh, endlich!
Komm, Teddy, es regnet nicht mehr. Wir gehen draußen spielen. Das Tolle an Gummistiefeln ist, dass man damit durch Pfützen laufen kann. Und die Füße werden nicht nass. Das ist lustig. Man steht im Wasser und die Füße sind trotzdem warm. Man kann auch ein bisschen hüpfen. Sogar ganz doll. Und Schlittern geht auch gut. Yippie! Oh. Da ist noch eine. Yippie! Ich habe Wasser in meiner Hose und sogar in der Unterhose. Mir ist kalt. Und vor lauter Hüpfen ist das Wasser in die Stiefel gelaufen. Mach nichts, noch einmal! Ja! Jetzt sind wir aber klatschnass, Teddy. Und weil wir klatschnass sind, ist uns kalt. Komm schnell, Teddy, ab ins Warme. Na sowas. Regnet es noch? Du bist ja ganz nass. Geh dich schnell umziehen und setz dich vor den Kamin. Trotro spielt im Bett. Dein Frühstück ist fertig, Trotro. Trotro, du musst langsam aufstehen. Ist das gemütlich im Bett? Und deshalb werde ich heute liegen bleiben. Dein Frühstück wartet aber schon, Trotro. Unter der Bettdecke kann man prima spielen. Ah. Zum Beispiel, dass man ein sehr bekannter Höhlenforscher ist. Ich erforsche hier unten eine ganz geheimnisvolle Grotte. Trotro, dein Kakao wird kalt. Viel Platz. Ich tue es, als ob ich im Zirkus wäre und Teddys großen Auftritt bewundere. Und ein Salto rückwärts. Und noch ein Salto rückwärts. Ja, bravo, bravo, Teddy. Ja, gleich noch einmal. Ja, klasse, Teddy. Und hopp. Ich finde das gar nicht komisch, Trotro. Und jetzt bin ich auf einem Floß, das auf einem großen Fluss treibt. Hui, wuh, wah, hii. Trotro, jetzt hole ich dich aber aus dem Bett. Ja, Kopfsprung. Schwimm, schwimm, schwimm. Trotro. Schst. Tja, na ja. Ich will nicht fangen. Ich will nicht fangen. Du bist ein Faulpelz, Trotro. Ich
Den fahren wir. Na los. Ich hab ihn gleich. Ja, im Bett bleiben ist schön, aber draußen spielen ist noch viel schöner. Trotro ist verliebt. Sieh doch mal, Lilly. Unser Trotro sieht heute ganz verträumt aus. Er denkt an seine Freundin. Nana ist jetzt seine Freundin. Er will die ganze Zeit nur noch mit ihr spielen. Schade, dass sie mich nicht ansieht. La la la, la la, hüpf, 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 kleines Püppchen, hüpf, hüpf, hüpf. Hoffentlich möchte sie heute mal mit mir spielen. Yippie! Oh! Ich würde gern mal mit ihr reden, aber ich traue mich nicht. Ich fände es schön, wenn sie mit mir spielen würde. Möchtest du mit mir wetten, Nana? Ach nein, dann mache ich mich schmutzig. Soll ich dir mein Fahrrad borgen? Nein, das reiße ich mir mein Kleid. Möchtest du mit Teddy spielen? Nein. Ich hab doch Fanny. Hier, die ist für dich. Die Blume ist aber hässlich. Kommst du, Trotro? Oh. Baust du eine Burg? Ich versuch's, aber sie ist leider viel zu klein. La 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 la. Schneller, Trotro, schneller! Sie ist langweilig. Trotro und Lilly haben viel mehr Spaß zusammen. Du, Trotro, darf ich auch mitspielen? Ja, gern! So, bitte. Ganz viel Sand für eine große Burg. Wir müssen ein Boot haben. Trotro kocht eine Suppe. Also gut, Teddy. Heute spielen wir Einladung zum Essen. Wir werden eine Suppe kochen für Teddy, für Trotro, für Papa und für Mama. Und wenn man eine Suppe kochen will, muss man Gemüse aus dem Garten holen. Für eine leckere Suppe braucht man erstmal, ein paar Kartoffeln. Aber die Kieselsteine hier kann man auch sehr gut nehmen. Yum, yum, yum. Kartoffeln schmecken so gut. Aber für die Suppe brauchen wir auch noch etwas Lauch.
Ich habe eine Idee. Ich streue geriebenen Käse rauf, dann schmeckt's besonders gut. Rühre, rühre, rühre. Oh, Salz brauchen wir auch noch. Bitte sehr, eine Ladung Salz. Ist doch gut. Dankeschön, Herr Lastwagen. Was fehlt uns denn noch? Wasser. Ja, genau. Pass bloß gut auf, Trotro. Du darfst keinen Tropfen von dieser Suppe verschütten, hörst du? Rühre, rühre, rühre. Bitte sehr, sie ist fertig. Jetzt lasse ich sie alle probieren. Erst Papa, dann Mama, dann Teddy. Papa, Mama, ihr müsst meine Suppe probieren. Hier, Papa, ist meine Suppe. Die schmeckt lecker. Deine Suppe ist köstlich, Trotro. Hier, Mama, jetzt probierst du sie. Oh, nein, meine Suppe. Oh, das tut mir aber leid, Junge. Du bist auch zu ungeschickt, Mama. Zum Trost koche ich zum Abendessen eine Spezial-Trotro-Suppe. So ein Glück. Es ist noch genug übrig, dass Teddy auch probieren kann. Trotro räumt auf. Oh. Wie sieht's denn hier aus? Du musst dein Zimmer aufräumen. Das ist mein Spielzeug. Ja, aber es liegt überall herum. Du musst wirklich aufräumen. Soll ich dir helfen, Trotro? Nein, das will ich ganz allein machen und dich damit überraschen, Mama. Na gut, dann räume ich das Spielzeug eben ein bisschen später auf. Oh nein, das Bücherregal ist vielleicht unordentlich. Alles raus! Und die auch noch. Ich habe so viele Bücher. Die ich am allerliebsten habe, stelle ich ins untere Regalfach. In die Mitte kommen die ich gern habe. Und nach oben kommen die ich nicht so gern habe. Ist das Buch hier gut oder ist es richtig klasse? Also ich kann mich gar nicht entscheiden. Ach, ich überlege es mir später. Oh, und hier sieht es ja auch schlimm aus. Und hopp. Ein Bauklotz aufgeräumt. Und hopp, zwei Klötze aufgeräumt. Und der letzte Bauklotz. Klasse! Aufräumen kann richtig Spaß machen. Oh! Oh. Oh, meine Bilder. Das hier gefällt mir gut. Und das da auch. Oh. Das Allerschönste. Die Spielzeugkiste ist auch unordentlich. Na los, nur Mut. Ich muss alles rausholen, damit ich es aufräumen kann. Oh. Meine Lieblingskuscheldecke von ganz früher. Nein, meine Kuscheldecke fliegt. Oh nein, Trotro. Mama, weißt du, ich räume gern auf, aber kannst du mir bitte helfen, es zu Ende zu machen? Also nein. Zu Hilfe! Bitte, Mama. Aufräumen macht Spaß, aber zu zweit noch mehr.
Trotro wäscht Teddy. Oh! Der arme Teddy. Ich hab alles verschüttet. Oh, Teddy. Du musst dich ganz dringend waschen. Wir beide müssen uns waschen, mein Guter. Ich zuerst. Und schon bin ich damit fertig. So ist es viel besser. Und jetzt bist du dran, Teddy. So, bitte. Auch schon fertig. Der Kakao ist nicht abgegangen. Trotro, was machst du da? Mama, sieh mal. Teddy hat sein Frühstückskakao umgeworfen. Nein, wirklich? Dein Teddy ist ja vielleicht ungeschickt. Er ist ganz, ganz schmutzig. Wir müssen ihn waschen. Ich stecke ihn gleich in die Waschmaschine. Trotro, der gute Teddy ist wieder sauber. Teddy! Du bist ja noch ganz nass. Ich trockne dich ab. Er ist noch nicht trocken. Siehst du, Teddy? Die Sonne scheint. Da wird dir schön warm. Und du trocknest ganz schnell. Halt durch, Teddy. Gleich bist du trocken. Aber gut, Teddy. Du riechst schön sauber nach Sonne und nach Wind. Trotro mag keinen Fisch. Trotro, komm Mittagessen. Ich spiele noch, Mama. Komm schnell, sonst wird es kalt. Hier, Trotro. Oh nein, ich mag keinen Fisch. Das kann ich nicht essen. Ich hab's. Ich verstecke ihn. Blech. Genau, unterm Teller. Das geht nicht, das sieht man. Nein, so geht's auch nicht. Blech. So geht's immer noch nicht. Hast du aufgegessen? Ich habe eine Idee. Mama, ich bin fertig. Was, schon aufgegessen? Warte, ich bringe dir noch deinen Kuchen und binde die Serviette wieder um. Oh, oh, wie mache ich das denn jetzt bloß?
Bitte, Trotro, hier ist dein Kuchen. Yum, yum. Ich bin fertig, Mama. Ich geh spielen. Oh. Lilly, Nana, hallo. Ist das ein schöner Luftballon? Los, wir laufen alle mit dem Ballon um die Wette. Los, schneller. Aua. Oh nein, mein Ballon. Oh wei. Oh wei, da fliegt er weg. Mein Luftballon. Er ist weggeflogen. Weine doch nicht, Lilly. Warte, mein Taschentuch. Bravo, Trotro. Ein guter Zaubertrick. Bravo. Der große Zauberer Trotro bedankt sich. Trotros Weihnachtsbaum. Papa, bist du fertig? So, bitte, jetzt steht er gut. Mann, ein toller Weihnachtsbaum. Ja, und er wird weiter wachsen, genau wie du. Jetzt schmücken? Gern, Trotro. Ich weiß nur nicht, wo Mama den Weihnachtsbaumschmuck aufbewahrt. Und wann kommt Mama endlich wieder? Wenn sie ihre Einkäufe erledigt hat. Ich koche jetzt unser Festtagsessen. Es dauert viel zu lange, bis Mama wiederkommt. Hey! Schon bist du ein bisschen geschmückt, kleiner Weihnachtsbaum. Siehst du, das hält dich schon warm. Und hepp! Das sieht klasse aus! Die schönen Halsketten von Mama. Na, die sehen aber super aus, meine gelben Weihnachtskugeln. Papas Krawatten, das werden ganz tolle Girlanden. Schöne, bunte Socken für den Weihnachtsmann. Eine für Mama, eine für Papa und eine für Trotro. Die Karte von Omi. Fertig! Irgendetwas fehlt aber noch. Der Stern! Ah! Quaki ist gelb wie ein Stern. Jetzt nur noch du. Und es ist perfekt. Hallo, ich bin zurück. Oh! Oh! So ein schöner Baum. Ja, wirklich. Ja, und ich habe ihn ganz allein geschmückt. Er ist wunderschön geschmückt. Bravo, Trotro. Der perfekte Weihnachtsbaum. Man braucht nichts zu verändern. Nur Teddy, denn er kann nachts nur schlafen, wenn er bei seinem Trotro ist. Trotros Spielsachen.
Trotro, gibst du mir bitte mal den roten Buntstift, sei so nett. Nein, den brauche ich danach gleich selber. Dann gib mir doch den gelben. Nein, den werde ich danach nämlich auch gleich brauchen. Gut, dann gib mir doch einfach den Stift, den du nicht brauchst. Nein, geht nicht. Das sind nämlich meine Stifte und ich brauche sie alle für mein Bild. Nein, du musst leider mit etwas anderem spielen, Lilly. Nein, Lilly! Aber das Lenkrad nicht an, das wackelt schon. Du machst ihn kaputt. Blöd. Daneben nicht. Nein, das nicht. Das ist mein Lieblingsbuch. Ich will es mir jetzt selbst ansehen. Trotro fährt Schlitten. Der Schnee ist ja so schön. Ich probiere mal eine Flocke zu fangen. Oh, sie schmilzt in meiner Hand. Ach, ich weiß. Ich mache einen Schneeball. Das geht einfacher. Der Schnee ist weich wie Watte. Aber der ist kalt. Um sich aufzuwärmen, muss man sich die Handschuhe anziehen. So. Komm, Teddy. Weißt du was? Wir fahren jetzt beide mit dem Schlitten. Hörst du das komische Geräusch? Als würde ich durch zerknülltes Papier laufen. Es macht Spaß, durch den Schnee zu laufen. Wenn man Schlitten fahren will, muss man bis nach ganz oben raufsteigen. Ah, ich rutsche ab. Ich sinke ein. Oh nein! Es ist ganz weich und tut nicht weh. Ist dir nicht kalt, Teddy? Da drin wird dir schon warm. Puh. Oh nein! Halt an, Schlitten! Hallo, Trotro. Darf ich auch mitspielen? Ja, hilf mir den Schlitten raufziehen. Puh.
Das ist ein richtig hoher Berg. Puh, jetzt können wir beide im Schlitten runterfahren, stimmt's? Na klar, Lilly. Hast du etwa Angst? Wir werden sogar ganz schnell fahren. Ich find's toll. Los, beeil dich. Du schiebst nicht doll genug. Halt dich gut fest. Jetzt schiebe ich ganz doll. Und dann springe ich rein. Warte auf mich. Du fährst zu schnell. Oh, das ist super toll. Oh ja, na bitte. Jetzt habe ich dich überholt. Ja. Auf dem Po macht's noch mehr Spaß. Trotro macht Mittagsschlaf. Dennoch. Trotro, es ist Zeit für den Mittagsschlaf. Oh nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Wir räumen schnell auf und ab ins Bett. Ich will aber noch weiterspielen, Papa. Weißt du, Papa, ich bin wirklich nicht müde. Wenn du mit Lilly spielen willst, musst du dich erst ausruhen. Ich mag keinen Mittagsschlaf. Das ist langweilig. Und ich will keinen Mucks hören. Aber ich will jetzt spielen. Sei ganz leise, Teddy, und mach bloß keinen Lärm. Wir spielen ganz leise, hörst du? Ich baue dir ein schönes Haus. Gefällt dir dein neues Häuschen? Ja? Tut, tut, tut! Wir wollen hier durch! Tut, tut! Oh, wir machen zu viel Lärm! Oh. Er schläft. Jetzt will ich ein bisschen mit dem Pferd reiten. Höher! Höher! Schneller! Schneller! Höher! Eine Ente, ein Huhn, eine Gans, ein Küken. Aufstehen, Trotro. Du kannst rausgehen und mit Lilly spielen. Siehst du, du warst doch ganz müde, mein Kleiner. Was spielen wir, Trotro? Wettlaufen. Wer zuerst am Baum ist, hat gewonnen. Ist gut. Und los! Oh, ich bin zu müde. Ich möchte schlafen. Gewonnen! Wollen wir schlafen gehen spielen? Das ist doch langweilig. Ich bin überhaupt nicht müde. Trotro? Trotro nascht Himbeeren. Oh, die Himbeeren sehen lecker aus. Au, das piekt. Die schmecken ganz süß im Mund, weil die Himbeere nämlich schon reif war. Sie schmeckt so gut wie ein Kuchen. Kuchen, ja, hurra, yippie, ja, yippie. Mama, wollen wir nicht einen Himbeerkuchen backen? Gute Idee. Ich bereite den Teig vor. Und ich pflücke ganz viele Himbeeren.
Ganz vorsichtig. Ha. Oh, du arme Beere, bist ja viel zu zerquetscht für einen Kuchen. Oh, die da ganz oben ist ja schön. Sie ist viel zu groß für einen Kuchen. Hopp. Es sind so viele da. Ich kann noch ein paar davon essen. Die schmecken wirklich gut. Auweia! Mein Korb ist noch leer und ich habe fast alle aufgegessen. Zum Glück hängen noch ein paar dran. Jetzt habe ich aber ganz viele gepflückt. Mein Korb ist schön voll. Autsch! Oh, meine schönen vielen Himbeeren. Wenn sie zerquetscht sind, schmecken sie auch sehr gut. Oh, ich habe sie ja schon alle gepflückt. Ah, da hängt ja noch eine. Oh nein, meine Himbeere. Komm zurück, du dummer Vogel. Gib mir meine Himbeere. Ich hab sie doch zuerst gesehen. Du dummer Vogel, du. Sie gehört mir. Oh, da sind ja Pflaumen. Die sammle ich alle. Los, ab in den Korb. Mama, magst du auch Pflaumenkuchen? Ja, der schmeckt genauso gut wie Himbeerkuchen. Umso besser. Da wird Trotros Kuchen noch viel größer. Trotros Bett. Und der Prinz umarmte seine Prinzessin. Die Geschichte ist zu Ende, Trotro. Und jetzt wird brav geschlafen. Bleib noch ein bisschen bei mir, bitte, Papa. Was ist denn, Trotro? Hast du es denn nicht gemütlich in deinem Bett? Doch, aber ich liege nicht gerne allein im Bett. Aber du bist nicht allein. Mua. Teddy schläft doch bei dir. Aber ich habe ein bisschen Angst. Teddy genügt mir nicht. Mama hat ganz warme Füße und Papa schnarcht die ganze Zeit. Hier ist es richtig gemütlich. Trotro übertreibt. Und wir haben gar keinen Platz mehr. Oh nein, da ist er schon wieder. So können wir nicht schlafen. Trotro ist schon groß. Er muss einsehen, dass er in seinem Bett schlafen muss. Mama, Papa, wo seid ihr? Ganz wunderbar geschlafen. Raus da mit euch! Und der Wolf verschwand im verschneiten Wald. So, Trotro, die Geschichte ist zu Ende und jetzt wird geschlafen.
warum bist du dann noch hier? Willst du mir heute Nacht wieder das Bett wegnehmen? Gute Nacht, Trotro. Pass gut auf dein Bett auf. Gute Nacht, Papa.